Was war das größte Problem von Hannover 96 in dieser Saison? Ja, ich denke, die mangelnde Konstanz folgte immer auf eine gute Halbzeit, eine schlechte Halbzeit. So war es ja meistens. Wir waren, glaube ich, in der Saison meistens froh, wenn wir eine gute Halbzeit gesehen haben. Und das reicht halt über die Saison gesehen hinweg nicht. Dirk Dufner sagte gerade, wir müssen jetzt erstmal alles analysieren und schauen dann, wo wir ansetzen. Was würden Sie jetzt schon sagen, ohne Analyse? Ja, ohne Analyse. Also ich denke, dass man sich in der Innenverteidigung verstärken muss und dass man sicherlich auch einen Sechser holen muss. Also das sind so die beiden Positionen. Ich denke, Pinto hat man nicht 1:1 ersetzen können. Das ist, glaube ich, ein Fehler gewesen. Und jetzt muss man halt schauen, dass man da nachlegt.